rettet. Sich selbst nahm er daraufhin allerdings das Leben. Das war heute vor 80 Jahren. Wir haben genau dort gedreht, wo das Ganze passiert ist, nämlich in Südamerika, und erzählen die Geschichte von Hans Langsdorff und der Graf Spee in zwei Teilen, jetzt und morgen. Meine liebe Ruth, ich schreibe diesen Brief am letzten Tage, an dem ich Kommandant dieses stolzen Schiffes bin. Es ist den Engländern gelungen, uns so einzukreisen, dass ein Auslaufen zum Kampf den sicheren Untergang bedeuten würde. Vater, wir haben dich nicht vergessen. Wir finden es nach wie vor groß, ganz enorm. Und wir möchten, dass das Vergessen, also nicht, dass der endgültige Punkt ist. Rechts! 80 Jahre ist es her, dass das deutsche Panzerschiff Admiral Graf Spee in der Mündung des Rio de la Plata in Flammen aufging. Versenkt auf Befehl des eigenen Kommandanten, Hans Langsdorff, der sich weigerte, in ein aussichtsloses Gefecht zu ziehen. Das konnte um Gottes Willen die Marine nicht zulassen, dass einer, der bis dahin als junger Kapitän zur See eine tolle Karriere gemacht hatte, plötzlich Grundprinzipien eben dieser Marine, der damaligen Kriegsmarine, in Frage stellt. Man streicht nicht die Flagge. Man kämpft im Zweifel auch bis zum Untergang und bis zum Tode der gesamten Besatzung. Wenn es dem Herrgott so gefällt, so gehe ich freudig in den Tod, trotzdem mir das Leben über alles wert gewesen ist. Denn es hat mir alles geschenkt, was es zu bieten hatte. In Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay, an der Mündung des Rio de la Plata. Das ist die Heimat von Ingrid Lippert. Und das wäre nie so gekommen, wenn Hans Langsdorff vor 80 Jahren anders entschieden hätte. Ihr Vater gehörte nämlich zur Besatzung, der Graf Spee. Wie es gewesen wäre ohne Langsdorff. Ja. Ja, ich glaube, das wäre schlecht ausgegangen. Weil so viel er erzählt hat, waren andere von den Offizieren an Bord, die weitergemacht hätten. Nicht? Und das wäre natürlich nicht gut ausgegangen, nehme ich an. Der Tochter von Hans Langsdorff bleibt nur eine schemenhafte Erinnerung und eine lebenslange Suche nach dem Mann, den sie nie wirklich kennengelernt hat. Es gibt also ein Foto, und das war also so dasjenige für mich, welches, da sitzt mein Vater und hat mich im Arm und strahlt also auf dieses Baby. Ja? Dieses Foto, das hat mich mein Leben lang begleitet, wenn ich an meinen Vater gedacht habe. Marsch! Links! Wo? Drei! An der Marineschule in Flensburg-Mürwik. Links weg! Heute wie damals exerzieren die Kadetten. Marsch! Im Kaiserreich war die Schule an der Flensburger Förde erst recht eine Kaderschmiede. Hier hat der Richtersohn Hans Langsdorff im Frühjahr 1912 seine ersten Schritte als Offizieranwärter gemacht. Er war wohl damals schon das, was er dann in der Marine-Rangliste seit 1920 war, nämlich Spitzenreiter seiner Crew. Marinearsenal in Wilhelmshaven, früher Reichsmarinewerft. Hier bekommt Hans Langsdorff eine furchterregende Waffe in die Hand. Zwar war die Rüstungsproduktion durch den Versailler Vertrag noch eingeschränkt, doch die Ingenieure hier machten das durch Innovationen wett. Das war die Forderung der Marine, ein Schiff zu konstruieren, das schneller sein sollte als alle stärker bewaffneten möglichen Gegner oder stärker bewaffnet als alle schnelleren Gegner. 30. Juni 1934. Die Admiral Graf Spee, das erste Kriegsschiff mit einem geschweißten Rumpf und Dieselantrieb. Pocket Battleship nennen es die Briten ehrfurchtsvoll, Westentaschenschlachtschiff. 1938 wird Musterschüler Hans Langsdorff Kommandant. Mein Vater sagte immer, dass er sei wie ein Vater zur Besatzung gewesen. Er sei kaisertreu gewesen. Kaisertreu,
kein Nationalsozialist. Darüber allerdings streiten Historiker bis heute. Im August 1939 empfängt Kommandant Langsdorff den schicksalhaften Befehl, eine Übung in der Ostsee abzubrechen und sofort durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Wilhelmshaven zu laufen. 3 Tage hat die Besatzung Zeit, das Schiff auszurüsten. Der eigentliche Marschbefehl liegt verschlüsselt im Tresor. Knapp 1200 Mann sind an Bord. Man muss sich überlegen, dass diese damals 18- bis 20-, 22-Jährigen sicherlich stolz waren, Angehörige der Kriegsmarine zu sein. Natürlich konnte es keiner ahnen und es konnte natürlich auch keiner wissen, dass das Schiff nie wieder diese Schleuseneinfahrt passieren würde. Es wird eine Reise, die in einem der größten Dramen des Krieges endet. Und mit dem Freitod des Kommandanten Hans Langsdorff. Gewiss, es hätte auch anders kommen können. Aber auch so ist es gut. Sei stolz in deiner Trauer und bewähre dich als echte Soldatenfrau. Ist Hans Langsdorff wirklich der Held, den viele in ihm sehen? Unter anderem um diese Frage geht es dann morgen in Teil 2. Auch hier heute geht es unter anderem um die Frage, war der Kommandant des Schiffes Hans Langsdorff wirklich der Held, für den ihn viele halten? Langsdorff, ehemaliger Kadett der Marineschule Mürwik, hatte das Schiff im Zweiten Weltkrieg vor Südamerika gesprengt und den 1200 Mann Besatzung damit erspart, zu einem aussichtslosen Gefecht auszulaufen. Danach beging er Selbstmord. Sein Vermächtnis ist umstritten. Liebe Mutter, ein Wort tiefen Dankes für alle Liebe soll noch geschrieben werden. Heute, ehe ich mit dem Graf Spee hinausgehe, um ihn in Ehren zu versenken. Vor wenigen Tagen in Montevideo, Uruguay. Die anglikanische Kirche. Hier sammeln sich Nachkommen der britischen Marinesoldaten, gegen die Hans Langsdorff gekämpft hat. Bei den Briten hat Langsdorff immer noch einen ausgezeichneten Ruf. Alle sind traurig über das Ende, das es mit ihm genommen hat. Er war ein mitfühlender Mann, ja, das war er. Er war dann einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort. Für die Marineschule in Flensburg-Mürwik ist das nicht so einfach. Er hat ein sinnloses Gefecht vermieden, ja. Er hat seine Mannschaft gerettet, aber... Damit untrennbar verbunden ist die Rolle der Kriegsmarine, ist die Rolle der Wehrmacht. Diese Wehrmacht, die in die verbrecherischen Handlungen der NS-Diktatur zweifelsfrei verwickelt war. In der anglikanischen Kirche von Montevideo dagegen gilt Langsdorff als Held. Als einer, der nicht nur deutsche, sondern auch britische Leben gerettet habe, der ein ritterlicher Kämpfer gewesen sei, bis zum Schluss. Deswegen ist auch seine Tochter hier eingeladen. Ein Stück Genugtuung, sagt sie. Nach dem Gottesdienst geht es gut 3 Seemeilen aus dem Hafen nach Westen. Die Strecke, die Hans Langsdorff vor 80 Jahren ein letztes Mal gefahren ist. Wir müssen das Schiff auseinandersprengen, weil das Wasser zu flach ist, um ihn zu versenken und unter den Fluten des La Plata zu begraben. Mit 82 Jahren hat Inge Nedden sich noch einmal auf die Reise um die halbe Welt gemacht, um die Stelle zu besuchen, an der ihr Vater sein Schiff versenkt hat. Nachdem er den einsamen Entschluss gefasst hatte, nicht mehr ins Gefecht zu ziehen. Ein Mann, den sie ein Leben lang vermisst hat. Ich denke, es ist sein ganzes Leben vor seinem inneren Auge abgelaufen, ja? Seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, alles, wo er ja doch nun drauf verzichtet hat, nicht? Aus eigenem Entschluss. Eins der Geschütze der Graf Spee ist noch erhalten. Vor dem Marinemuseum in Montevideo erinnert es an das deutsche Kriegsschiff. Kurz nach Kriegsbeginn hatte die Graf Spee den Befehl, Handelskrieg gegen die Briten im Südatlantik zu führen, britische Versorgungslinien zu unterbrechen. Darin war sie sehr erfolgreich. 9 Schiffe hat die
Graf Spee in der Zeit im Südatlantik aufgebracht. In keinem einzigen Fall bei allen neun Schiffen, die ja dann alle eine Versenkung zur Folge hatten, ist auch nur ein einziger Seemann der englischen Schiffe zu Tode gekommen. Das ist einer der Gründe, weshalb Hans Langsdorff in Großbritannien bis heute verehrt wird. Es heißt, er habe sich sogar bei den britischen Seeleuten entschuldigt. Im Dezember 1939 aber tappt er der Royal Navy vor Montevideo in die Falle. Es kommt zum Gefecht. Es gibt Tote und Verletzte, darunter der Flaggschütze Hans Jahn. Viel hat er nicht erzählt. Er hat eben erzählt, dass es sehr schlimm war, dass die meisten in dem Alter 19, 20 Jahre alt nach der Mutter gerufen haben. Dass viele vor seinen Augen dann verblutet sind, über Bord gegangen. Das war kurz, aber schlimm. Ja. Ihr Vater geht verletzt an Land und wird interniert. Und das ist der Grund, weshalb Ingrid Lippert heute in Montevideo zu Hause ist, so wie viele andere Nachfahren der Graf Spee-Besatzung. Das Panzerschiff ist nach dem Gefecht schwer beschädigt. Uruguay lässt nicht zu, dass es repariert wird. Der damalige Ehrenkodex hätte vom Kommandanten verlangt, bis zum Untergang zu kämpfen. Doch stattdessen sprengt Langsdorff die Graf Spee in die Luft. Vorher allerdings bringt er die gesamte Besatzung, etwa 1000 Männer, nach Buenos Aires in Sicherheit. Für sich selbst sieht er danach nur noch den Selbstmord als Ausweg. 80 Jahre später gedenken Deutsche und Briten gemeinsam dieser Tat. Auch in Deutschland soll er als Vorbild gelten, fordern die Angehörigen. Er ist aber jemand, der dem System gefolgt ist. Und er ist am Ende jemand gewesen, der sich auf seiner Seekriegsflagge, die das Hakenkreuz trägt, die damit eine Nähe auch zum System ausdrückt, erschossen hat. Nicht nur Nazi-Sympathisanten kommen zu Langsdorffs Beerdigung, auch die Briten schicken eine Delegation. In diesen Tagen an seinem Grab. Militärische Ehren auch aus Deutschland. Den Angehörigen reicht das nicht. Hans Langsdorff war nicht ein Held, sondern mehr als ein Held. Er war verantwortlich für die Besatzung, ein lieber Vater und ein Gentleman. Noch immer trifft sich die Gemeinschaft der Speefahrer in Buenos Aires, um Hans Langsdorff zu ehren. In Flensburg-Mürwik wird er keine Büste bekommen. Zu widersprüchlich ist seine Geschichte, die er hier als Kadett vor mehr als 100 Jahren begann. Halt!